da wir hier in so einer Senke drin sind, kriegen wir nicht so viel ab, ne? Ja. Ja. Hoffentlich bleibt so. Guck ich mal gleich, dass ich für Anja noch die die Lader, also die Superlader-Mod und die Brennkraftstoff-Mod fertig mache. Ja, Mann. Das wäre super. Und die das Dröhnje auf 4. Hast könnt du ich machen, mich da auf der Liste gehabt? Drohne auf 4 könnte ich, aber Kalle hat vorhin geschrieben, ich sollte warten, bis ich 5 machen kann. Okay. Ja, wann kannst du es denn machen? Das ist die Frage. Skillst du das gerade hoch? Ja. Ach so, ja. Okay. Ja, gut, dann. Ich guck mal gerade, wie das aussieht, ob ich vielleicht sogar ein Pünktchen wieder habe. Jawohl, er kann schon wieder bei Erfinder der Robotik reinmachen. Oh, ist einfach stehen geblieben. Ich guck gleich mal, ob ich schon Level 5 machen kann, dann würde ich nämlich nachher mit Drohnen Level 5 anfangen. Geil. Sehr geil. Ja, dann rentiert sich das nochmal zu warten. Weil Level 5 Erfinder der Robotik kann ich noch nicht, weil da fehlen noch ein paar Pünktchen. Weil für Level 10, da brauchst du ja irgendwie nachher 3 Punkte oder irgendwas. Ja. Das hätten sie mal, was weiß ich, alle mit 1 lassen sollen. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Das dauert irgendwie ganz schön, finde ich. Emden? Wo liegt denn Emden? Hacker. Ist das bei dir um die Ecke? Am anderen Emden vom Tunnel. Ach, da. Wo ist denn hier die Gästetoilette? Da müssen sie runter am Ende des Flures. Ja. So, warte. Das darf man ja nicht verkaufen. Das nicht verkaufen. Ist jetzt vorbei. Darfst du wieder Sachen nicht verkaufen? Nein, es geht ja um Essen und Muni. Deswegen sortiere ich mich gerade, ja. Ich hätte es jetzt gerade schon gewundert, aber ich habe nicht geguckt. Ich war gerade nicht am Straße säubern. Ach, Ostfriesland. Oh, krass, ja. Das, wie gesagt, haben wir ja schon vorhin gemerkt. So alle Städte so am Meer, am Wasser. Ja, die haben ja sogar eine extra Warnstufe dieses Wochenende. Also die haben ja. Überall sonst ist die Karte irgendwie so in normalen Rot-Orange-Tönen. Und da ist es pink. Oha. Damit man da auch ja weiß, dass da Au ist. Oh, krass. Oh. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dass. Ah, nein, ich sehe da, wenn du weggehst. So, ich guck mal kurz in der Zeit. Ja, ich kann jetzt Drohnen Level 5 anfertigen. Da brauchen wir bloß ganz schön viele Bewegungssensoren. Für jede Drohne brauche ich 6 Bewegungssensoren. Und die Sensoren können wir auch alleine herstellen, kosten aber pro Bewegungssensor, warte mal, 6 eine Drohne, Chefin Level 5, ich Level 5, du Level 5. Dann brauchen wir schon 18 Stück. Das frisst ordentlich Ressourcen. Und dann ist die Frage, was wollen wir mit den Dreiern machen? Wollen wir unsere Dreier-Drohnen dann zerlegen oder nicht? Kommt ja auch noch dazu. Dürfen wir alles nicht vergessen, meine Süßen. I really admire you for God bless you and good luck. So, das hat sich ja mal rentiert, ne? Wo uns dort in der Nähe, Jess, oha. Echt übel. Oh, krass, Jess. Also ich drück euch da oben die Daumen, ne, dass es nicht schlimmer wird oder noch weitergeht irgendwie heute Nacht, auch wenn es gemeldet ist. Braucht kein Mensch, gell? Nicht so wirklich, nein.
Nee. Safe travel. Hat nischt. Was hast du? Irgendwelche besonderen Aufträge hat er für mich? Handelsrouten öffnen, akzeptieren, geil. Mal gucken. Handelsrouten. Den kenne ich schon. Da fahre ich mal ganz schnell hin. Da fahre ich doch mal ganz schnell hin. Alles gut, alles gut. Ich will mich nur nicht vordrängen. Etliche Schäden schon. Eine ganz brave heute. Oh, krass, Chess. Das ist nicht gut. Mein Freund. Ach, weißt du was? Ich behalte das kurz. Tut ja nicht weh. So, jetzt, ich weiß ja nicht, ob Kalle und Asmodus dich auch hören. Hm. Alle, die jetzt eine Drohne Level 5 haben wollen, bitte sofort schreiben und mir sagen, was wir mit den Dreiern machen. Und Einser-Drohnen. Ob wir die zerlegen wollen. Muss ich ja vorher alles wissen. Kann jemand Kettenluder helfen, wie er seine Handynummer auf Twitch bekommt? Das ist in deinen Einstellungen, Kettenluder. Da kannst du das dann so machen, dass du deinen Account verifizierst mit deinem Handy. Alle wollen eine 5. Alle wollen so eine 5er. Ja, ich will auch eine 5. Ja, na, deshalb sage ich ja, alle eine 5er. Was machen wir mit den Level 1er und 3ern? Das muss ich jetzt auch noch wissen. Zerlegen. Da kannst du Teile, die kannst du doch gebrauchen, oder? Die werde ich gebrauchen, deshalb müsstet ihr jetzt alle quasi gesagt eure Drohnen herbringen und die Dinger zerlegen. Ja, die 4er brauchst du nicht unbedingt zerlegen, oder? Sondern die 1er, die ganzen 1er, die wir haben? Ja, ja, die 1er will ich zerlegen und die 3er. Ich habe noch eine 2er auf der Hand, die können wir auch zerlegen. Ja, wie gesagt, die zerlegen wir alle jetzt. Ich brauche jetzt Zeugs. Ist in der Hinsicht gerade ein bisschen doof als Modus, weil ich brauche die Teile. Genau, Gunnar. Genau, Jess, das, was Gunnar schreibt. Ja. Ich brauche ja die Teile. Ich stehe zu meiner Schuld, sonst muss ich morgen meinen Rechner anmachen und schauen, ob mein altes Twitch-Konto noch funzt. Dann müsste alles aktiviert sein. Einstellungen und Sicherheit, sagt Heiko, ist da? Ich brauche ja die ganzen Teile, das ist es. So, hier gibt's auch wieder einen Zuckerhintern. Kann man hier schon wieder looten? Nee. In meinem alten Loch ist noch ein Schubser, Klammer Roboter zum Zerlegen. Also müsste ich jetzt quasi ins Biom, wo wir gerade waren, wieder zurückfahren. Ja, das machst du jetzt nicht für einen Einser. Here is your reward. I owe you one. Nee. Verfahre ich ja mehr Sprit als alle anderen gerade dann. Es sind ja hier in allen drei Schmieden ist ja kein Messing drin. Gehört praktisch Messing nur in die Schmiede rein, da wo unten drunter die Kiste mit Messing ist? Oder wie ist das hier eigentlich sortiert? Würde ich mal sagen, ist das in der Hinsicht pups egal. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. So, ganz frech. Was haben wir denn hier? Das würde ich mir aber niemals kaufe ich. Als Antwort erlauben. Scham. Säure kaufe ich nicht. Gerade Säure verkauft und dann wieder Säure kaufen. Tragschrauber, Erdbohrer, Pistole. Das kaufe ich noch. Ah, thank you, guys. Ja, bitteschön. Tschüss.
So. Und du meinst, Twitch hat ein Problem. Und dann kommt immer wieder, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja, dann kann das wirklich sein, dass Twitch ein Problem gerade hat, Kettenluder. Dann ist es gerade vielleicht der Fehler woanders. Dann machst es halt, weiß ich nicht, ein anderes Mal. Oder probier's halt alle 10 Minuten oder so. Oder? Ja, Jess, das glauben wir dir, ja. Krass. Eisen. So, ja, der Tom lag auch gestern in seinem Bett und dann sage ich so, es wird jetzt ein bisschen stürmen, ne? Aber ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Aber da kann doch dann das Dach wegfliegen, meine ich so. Nee, wir sind nicht in Amerika. Ist das alles in Ordnung? Ihr seid in Sicherheit. Ja. Wer ist schon mal bereit, sich von seiner Drohne zu trennen? Ich! Bärbel ärgert mich nämlich. Ich will eine neue Bärbel. Damit ich anfangen kann? Ich bin gerade am Ausleeren. Ja, schön. Die Wand wegfliegen, ja. Raus, ganz genau. Abschließen. So. Soll sie ich gleich zerlegen oder willst du zerlegen? Zerleg ruhig, sonst. Gibt es irgendeinen Unterschied? Könnte sein, dass ich mehr Teile rauskriege als du. Das könnte möglich sein. Ja, okay, gut. Ja, guck hier, das habe ich rausgekriegt. 4 Robotikteile. Ja, mein Kettenluder. Alles gut, glaube ich dir auch. Ich muss mal aufschreiben hier. War die Pause. Tom soll keine Angst haben und Mama hat die Buchse voll. Oh, da kommt, na, ich da hatte ja schon keine Angst, ich bin nur sehr hellhörig. Weißt du, Matze? Deswegen konnte ich nicht schlafen. Ich brauch pro Drohne brauche ich 15 Robotikteile und ich habe gerade mal 35. Okay. Dann, Chefin, alle Händler auch abfahren? Robotikteile. Ja, wir brauchen jetzt Robotikteile ohne Ende. Du zerlegst alle Drohnen selber sozusagen. Wir brauchen jetzt alle an Robotikteile, was geht. Dann würde sich das, glaube ich, eher rentieren, looten zu gehen. Weil ich glaube, die Händler haben nicht so viele Teile zu verkaufen. Ich habe in einer Kiste gerade, wo Fahrzeugteile drin sind, eine Drohne Level 2 von wem ist die? Na, wenn sie da drin ist, dann wird sie niemandem gehören, oder? Weil da ist auch eine Mod drauf. Robotik. Ach, Vollmond war auch noch Gwen, siehst du? Weil da ist jetzt eine Mod mit drauf, die nehme ich dann raus. Die zerlege ich dann. Mach das, Haguru, schön, dass du da warst. Schlaf gut. Und vielleicht hören wir uns ja am Wochenende. Ich habe 2 Teile gekriegt. Lang lebe die Bärbel, ja. Die neue Bärbel, Baltram, genau. Aber Dörte ist jetzt als erstes tot. Du hast geschlafen wie ein Baby, Racker. Doch, 40 habe ich bis jetzt. Das ist. Ich habe da gerade noch mal 2 reingetan. Noch bevor ich gerne Kinder hatte, konnte ich schlafen wie eine Tote. Da hätte ein Bus neben mir einbrechen können. Keine Ahnung, ein Einbrecher hätte kommen können. Wäre mir alles egal gewesen. Seitdem ich Kinder habe, bin ich so hellhörig. Das ist so furchtbar. Ja. Was stand da gerade? Ist von Bling Bling. Jetzt habe ich das Ding schon zerlegt. Die war von Bling Bling. Jetzt ja, Nadine zerlegt. Kriegt auch eine 5er. Leg jetzt mal meine 2 Drohnen-Mods noch damit in die Kiste zu den Robotikteilen dazu. Nur weil dann sonst habe ich die ganze Zeit auf der Hand. Das macht mich auch ganz. Naja, cool. Augen schonen heißt für mich schlafen, Talgo. Dann viel Spaß später. Ja, ich auch, Gwen. Vollmond, ich bin so vollmondig. Ach, geschwebt bist du sogar, Bar und Brick. Oh, das ist aber spannend.
Also brauchen wir von. Also muss ich alle mal 6 rechnen. Ja, schon. Aber jetzt mach eine nach der anderen einfach und dann. Gunnar! Juhu. Mach keinen Stoß! Ich weiß, es ist immer total gefährlich, deswegen denken wir ja auch die ganze Zeit an dich und auch Matze, an alle, die raus müssen bei dem Wetter. Wir denken alle an euch. Und es ist saugefährlich, deswegen sagen wir auch immer, passt auf euch auf. Aber manchmal... Allein schon, wenn es zum Autofahren rausgehst. Also, ja. Ist das einfach... Also, Robotikteile brauche ich noch insgesamt 50 Stück. Gut. Haben wir schon einen also kann jemand schon einen Raketenwerfer bauen? Einen Moment, ja, ich habe den Bauplan vorhin gelesen. Ah, dachte, gut. Könnt ihr schon alle. Ich hab den auch schon gelesen, ja. Okay, sehr gut. Gut. So, und du brauchst Robotikteile. Insgesamt brauche ich davon noch 50 Stück, ja. Werkzeuge fallen, Mods und Lesestoff. Wissenschaft, Kleidung, Rüstung, Medizin, Muni. Hat der, verkauft der überhaupt Teile? Ja, ich habe vorhin gerade 2 gekauft. Gewehrteile? Also tatsächlich auch Robotikteile. Ah ja, okay. Nee, der hat aber nichts hier. A great day now. Ich weiß, ich habe immer einen guten Tag. Ja, ich habe nur vorhin gerade dran gedacht, weil du ja eh gesagt hast, du wolltest jetzt zu dem anderen Händler fahren. Und nicht, dass du jetzt beim Händler vorbeifährst und der hat dann welche und dann nimmst du keine mit. Ja. Was? Ich habe nichts gemacht. Ja. Das Risiko besteht ja immer. Es kann immer was passieren, auch wenn man ins Auto einsteigt oder überhaupt auf dem Gas ist. Ach, es kann immer was passieren. Es kann am Haushalt alles passieren. Und GFC Odin, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hallo. Augenschonen heißt weg vom Bildschirm. Was? Wir sind Werwölfe. Nein, ich bin Vampir, Gwen, weil ich bin doch so kalt. Ich sage immer zu Maya, ich bin die Eiskönigin. Die Kälte sei Teil von dir, also, okay. Ja. Dann bin ich also das genaue Gegenteil von dir. Ja. Du bist Anna und ich bin Elsa. Ich bin zumindest nach einer Anna benannt worden. Okay. Ja, Jess. Ach ja, am Ende musste auch, ja. Klar, wenn man Hundis hat. Pound Brick, ey. Schluck auf. Anja ist heiß, richtig. Anja ist immer heiß und ich bin immer kalt, ja. So, ich schmiede das Eisen. Bin bleich, bei mir schlägt der Alarm, dass die weißen Wanderer kommen. Ich auch. Und ich bin sehr froh, dass diese Solarium-Zeit vorbei ist. Ach, was sind wir ins Solarium gerannt, ey. Wir waren ja schon alle nicht mehr natürlich braun. Das war eine Zeit. Wenn ich irgendwann mal Hautkrebs kriege, bin ich selber schuld. Ganz ehrlich. Ja, das Schärfste gewesen. Ich bin ja nicht mal im Solarium braun geworden. Ja, ich auch nicht. Ich bin so Indianerrot immer gewesen. Nee, also das höchste der Gefühle, was ich hinkriege, ist ein ganz leichter Karamellton. Mehr nicht. Geil. Und den habe ich im Grunde genommen nur geschafft in dem Jahr, wo die Kleine ganz klein war, weil die ist ja im Sommer auf die Welt gekommen. Ja. Und da bin ich den kompletten Sommer ja immer mit Tops draußen rumgerannt. Ja, genau. Und dann hatte ich das erste Mal tatsächlich, ja, dass ich einen leichten Karamellton an den Armen hatte. Ja. Wobei aber meine Schultern komplett mit Sommersprossen zu waren. Ja. Oh, wie gut. Und absolut jeder hat mich darauf angesprochen, ob ich denn mit dem Kind nicht rausgehe. Ja. Und ich war täglich mindestens 3 Stunden draußen mit dem Kind. Ja.
Ja, Tussi-Toaster-Braun, wie gesagt, hat bei mir ja nicht funktioniert, Gunnar. Dieses Tussi-Toaster-Braun funktioniert ja bei mir nicht. Oh nein, Gwen. Das ist auch Sommersprossen. Ah ja, das war halt einfach in. Jetzt bin ich rückwärts gelaufen. Aber wie gesagt, mein Hautarzt hat schon böse mit mir geschimpft. Und er sagt immer, wenn du dich einmal verbrennst, das kommt alles nach 30 Jahren raus. Ja. Kann ich mich nur auf was freuen, ne? Ja. Paddel! Dat Sachen in Grusel. Eventuell für die Base. Ja, weiß ich doch, Gunnar. Das heißt Tomate-Mozzarella-Typ, abwechselnd von Rot und Weiß. Ja, Tomate-Mozzarella, nehme ich auch. Ich habe auch Sommersprossen unter den Augen und Nase. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Das versteht keiner. So, kann ich eigentlich irgendwelche Punkte mal vergeben noch hier? Ach, erst einen. Parcours kann ich noch nicht machen. Und besser verhandeln kann ich auch noch nicht machen. Dann muss ich noch warten, gell? Fertig gefuttert! Du wirst es aber nicht glauben, ich habe noch eine Pizza zu den Nudeln geschenkt bekommen wegen 15-jährigen Jubiläum. Sie ist 40 cm. Du hast jetzt aber nicht beides gegessen, oder, Racker? Aber das ist voll nett. Also ich kenne keine Pizzeria, die mir noch ein Essen schenkt, wenn sie ein Jubiläum hat. Wir brauchen ganz dringend... Da gibt es vielleicht ein Pizzabrot oder eine Flasche Wein. Aber ja, noch zusätzlich eine Pizza, das ist cool. Hallo Chris, hallöchen. Na, alles klar? Anja, bist du noch in der Nähe? Ja, ich bin noch in der Nähe. Was ich hatte mal so einen fetten Sonnenbrand auf dem Rücken gehabt. Konnte es tagelang nicht drauf pennen. Nur mit Wasser, wenn möglich. Gwen, ich hab's noch besser. Ich hab mir mal so meinen Arsch verbrannt, dass ich den Gefrierschrank aufgemacht habe und mir meinen Po im Gefrierschrank gekühlt habe. So schlimm hab ich's schon gehabt. Ihre Gläser sind oben. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit nacktem Arsch habe ich im Gefrierschrank gehangen. Bilder, die werde ich nie wieder loswerden. Geil, oder? Geil. Ja. Oh ja. Aber das Schlimme ist, man sieht teilweise die Verbrennungen. Also ich habe mir zum Beispiel auch mal die Brust verbrennt ja meistens, weil die sehr nach vorne steht. Die verbrenne ich mir auch eigentlich immer. Und das sieht, also ich finde, man sieht es halt an der Haut schon. Irgendwie. Sie ist halt nicht mehr... Leere Gläser sind... Normal. Oh Gott. Bilder im Kopf. Überdauern. Bis in alle Zeit. Ja. Nackten Hintern im Eisbach. Klabusterperlen auf Eis. Ja, das war so schlimm. Eine Schulter vorne Sonnenbrand, eine Schulter hinten. Da weiß man gar nicht, wie man pennen soll. Ja, Matze. Da ist dir so gesagt, der Arsch auf dem Grund ist gelaufen. Ja, war ein Brick. Ja, dann ist es halt einfach so, ne? Man wird ja auch im Schatten braun, ne? Man muss es ja nicht übertreiben. Vor allem das Ozonloch war ja schon in den 90er Jahren frei oder offen, oder wie man sagt. Das Ozonloch war offen. Ohoho. Und jetzt redet aber keiner mehr drüber, ne?
ich auch irgendwie komisch. Ja. Du hast sie schon mal in den Eisschrank festgestellt. Ja, ist halt wie gesagt, es ist eigentlich ja nicht gesund. Ne? Und dann ist nämlich der Drops gelutscht, wenn er gelutscht ist, versteht ihr? Oh Mann. Ach, ist das schön. Haben wir wieder viel gelacht. So. Wie viele Drohnenteile brauchst du jetzt nochmal? Robotikteile brauche ich noch insgesamt 50 Stück. Gut, dann bringt es ja nichts, wenn ich meine Uschi zerlege. Du brauchst ja noch ein bisschen mehr als eine. Richtig. Das heißt, wir müssen looten. Wie viel Uhr deshalb haben wir? Deshalb hatte ich sonst auch gesagt, alle sämtliche Drohnen bitte zu mir. Weil wie gesagt, ich brauche die Teile. Ja. Deswegen werde ich jetzt im ekligen Biom looten gehen. Nimm die Anja mit. Ja, Mann. Ich muss nur Wasser holen, wurde mir gesagt. Ja, du kannst nachher dann noch so mitbringen, ist kein Problem. Das rennt ja bei mir hier alles nicht weg. Alles gut. Okay. Ich bin ja jetzt da, weil ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ja, kannst auch du die Gläser füllen. Na, so würde es nicht, nee. Loot-Drop, Kollege. Also, Loot-Drop-Ding. Siehst du, jetzt kommen nämlich wieder zwei Dinger runter. Wo das restliche Geld ist, weiß ich nicht, Paddel. Das ist jetzt das Geld von mir. Ich war zwar immer dran an dem Tresor, aber hab bloß reingeguckt. Mehr habe ich nicht gemacht. So, und los! Ab ins eklige Biom! Wo ist sie jetzt? Hier! Gucken, vielleicht kommt jetzt was Judith in der Kiste runter hier. Was das offene Ozon noch nutzen sie jetzt mit Raketen in den Weltraum zu fliegen, ja. So, der Scrat verabschiedet sich mal eben. Viel Spaß noch allen. Ja, mein Scrat, schön, dass du da warst. Hab schon mal ein wunderschönes Wochenende. Pass auf dich auf. Und wir sehen uns am Montag. Bis dann. Gute Nacht. Nacht. Oh, ein Bonus-Stahlrüstungspaket haben wir. 31 Robotikteile hat Asmodus noch. Oh, nice. Her damit. Ganz schnell, ganz fix. Reicht dir aber immer noch nicht, ne? 31 ist immer schon besser als 50, ne? Dann fehlen nur noch 19. Jo. Bist du da? Ja, bin hinter dir. Alles gut. Ich fahr mal schnell zu Asmodus rüber. Ich hol die mal. Da pfeife ich jetzt gerade noch auf Pipi machen. Wie viele brauchst du pro Drohne? Pro Drohne, Robotikteile 15 Stück. Ja gut, aber wenn du jetzt eine weniger herstellst, weil Bling Bling ist ja momentan gerade nicht da und ich lege meine danach wieder in die Kiste, dann kannst du sie ja hernehmen, wenn sie möchte. Da müssten wir jetzt also für den Moment erstmal nur 4 finden. Warte mal. Und Asmodus seine kannst du schon bauen mit den drei, über 30 Teilen, die er dir gibt. Genau. Ja, warte mal, das sind dann. Für Asmodus haut hin, aber davon. Also, wenn ich jetzt von den 90 aber 15 abziehe. 75, da bin ich gerade mal bei 71. Da fehlen dann noch 4 Teile. Genau. Aber wenn du die jetzigen zerlegst noch, dann müssten wir das doch hinkriegen. Ja, ich bräuchte dann quasi noch eine Drohne, die ich zerlegen kann. Genau. Ich weiß ja nicht, Steffen, hast du deine noch? Ja. Du müsstest mal deine noch auseinanderreißen. Ja, für die Teile bin ich ja jetzt auf dem Weg ins eklige Biom zum Looten. Dann komme ich zurück dann, wenn ich fertig bin, und dann geht's los. Jetzt ist zerlegt. Ja. Die Dovi. Doofe Bärbel. Ja, was ist denn jetzt hier los? Entschuldigung.
Du bist so langsam gefahren, dann habe ich mich nach dir umgeguckt und dann bin ich vor dir quer gefahren. Gunnar Alexander, Autofahren, ja? Mega! Du hast den Führerschein auch im Lotto gewonnen, oder? Jetzt weiß ich, das ist schon so lange her, keine Ahnung. Ich hab mich gerade nach Kalli richtig gedödelt. Ich hab gerade mehr auf Kalle seinen Namen geguckt als auf Asmodus. Asmodus ist ja blau. Ja. Asmodus, bleib stehen, wo du bist. Ich bin auf dem Weg. Ah, verdammt. Haben wir da eine kleine Farbschwäche? Nein. Ja. Und so ist es ja auch richtig, Gunnar. Weißt du, das ist ja auch, so möchte ich es ja auch am liebsten haben. Dass wir, egal welches Spiel wir spielen oder welches Spiel hier gedingsbumst wird, wir sind zusammen und haben unseren Spaß. Ich kann nicht stehen bleiben. Oh, genau. Dann aber los. Ich bin dann hier im Schneebiom in der Base. Das wünsche ich mir auch, weißt du, Gunnar. So, was machen wir denn da mal? Das Haus da ist groß. Was denn? Gesagt, wo denn? Wie gesagt, Asmodus, mach in aller Ruhe. Ich fahre jetzt zu der Base hier im Schneebiom zurück und gehe dann sowieso erstmal Pipi machen. Weil dann kann ich danach dann anfangen. Und dann ist Attacke. Reverian. Nackenden Geldautomaten. Oh, Gunnar, okay. Oha. Pass auf dich auf, Gunnar. Genau, ja. Komm heile wieder. Ab 22 Uhr, also jetzt gleich, okay. Ja, pass auf dich auf alle Fälle. Aua! Komm heile wieder, kommst du kaputt wieder, mach ich dich kaputt. Ich tue dir gerade der ATM crashen. Aber das mache ich doch schon. Ach so! Bei mir rödelt er noch. Hast du schon gemacht? Ja. Ich hab doch vorhin gesagt, dass ich das erste Mal in meinem Leben einen Bankautomaten. Ja. Schon irgendwie geil, ne? Es hat schon was. Also ich habe mich jetzt ganz kurz sehr, sehr verwegen gefühlt. Ja. Hat schon was. Oder die Waldfee. Ja. So ist mein Licht nicht an. Ah, hier geht's hoch, okay. Ja, aber nicht so sonderlich weit, um es mal so zu sagen. Wächst ja die ganze Nachbarschaft. Ja, musste ich leider machen, weil der wollte mich anspucken. Okay, das... Guck mal, die brennen hier in dem Biom. Guck mal, wie cool das ausschaut. Ich bin dann mal gleich wieder da. Gunnar, pass auf dich auf, sag ich dir schon mal. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Wie man in Hesse sagt, Ufbase. Immer schön Ufbase. Ufbase. Ich hab Kopfhirn, bin verseucht. Nein! Hoi, hoi! Achtung!
Bärbel? Du warst für dein Geld. Ja, aber echt. So, verseucht bin ich auch. Ich nehme aber jetzt nochmal nur Netty-Pill. So, wo ist der Megaloot-Raum? Da kommen noch mehr. Die krabbeln hier die Leiter hoch. Früher konnten die das nicht mal. Sogar ja, ja. Er, der nicht mal aufrecht stehen kann. Ja, ja, ja. Das können sie jetzt alle. Kommt da noch mehr? Nee. Ich glaube, hier geht's weiter. Wenn ich wüsste, wo du bist. Eine Tür. Runterspringen hier. Ja. Da bist du. Hübsche Topf. Aufpasse, sagt mir Arende Pfalz. Genau. Aufpasse. Ja, richtig, Gunnar. Mehr als Aufpasse kannst du nicht, ja. Hier ist ein Loch. Oh, hinter mir. Ein Loch ist im Boden, im Boden. Ah. Im Boden, ein Loch. Dann müssen wir wohl runter, wohl runter, wohl runter. Ja. Kann durchaus sein. Mach vorher lieber den Gunter. Ja, hier hinten sind sie. Oder ist ein Böser. Wo habe ich den denn reingeschossen? Möchten wir es wissen? Nein. Nein. Ja, immer nach dem Licht gehen. Folge dem Lichtbeobachter. Richtig. Folge dem Licht. Kannst du noch alles nehmen? Ja, ja. Geil. Dann könnte das der Mega-Loot gewesen sein, ne? Ich glaube auch, ja. Sah gut aus. Oder wir gehen da noch immer runter, aber... Ist gleich fertig. Ich glaube... Wo ist denn der Karl-Heinz eigentlich hergekommen? Ach, hier geht's nochmal hoch. Weiß aber nicht, ob... Höre hier auch noch irgendwas. Ach, das waren die Stufen, die ich vorhin gesehen habe. Hoppsa. Man merkt gleich, wenn man keinen Parcours hat. Sag's da. Ja. Aber hier kommst du nirgendwo rein. Also ja, ist das nicht wahrscheinlich der offizielle Weg. Hallo Beobachter! Na, wie aber geht's da dir? Da kommt gleich was rein. Und oh. Zwar so ein Mutantending. Mhm. Stehe ich so, dass du durch mich durchschießen kannst, wenn es ist? Ja, ich stehe rechts, du bist links. So. Wow, selbst die Händlerkiste ist mittlerweile voll. Ich hab ein... nee, das sind Vitamine, kein Antibiotika. Gelootet, ich dachte schon. Na, jetzt sind wir da wieder. Hier geht's auch runter. Ja, hier waren wir ja. Ja, aber wir sind da drüben auf der anderen Seite runtergefallen. Bin ich runtergefallen. Now I have the salad. Jetzt bin ich ohne. Runterblumst. Die Tür ist eh zu. Da ist ein Bär. Und irgendwo rennt der Bär jetzt hin, also wahrscheinlich auf dich zu. Nee, alles gut. Aber auf irgendwas schlägt der Bär. Kein Bär bei mir. Dann kommt er sich wahrscheinlich mit dem Zombie. Ganz normales Bärverhalten. Ah! Ich hab dafür einen Mutanten am Arsch.
Am Bobbes? Ja. Uff. So, Bärbel, lebst du noch? Paddel, wäre möglich, dass wir vielleicht eh mal kurz in der rechten Chemiestation den Cheesepulver pausieren, dass der Kleber schnell durchlaufen kann? Wo ist denn die Anja? Die Anja ist hier vorne beim Foodtruck, wo auch sonst. Geil. Ja? Holst du dir wieder einen Hotdog? Oh. Der Bär der möchte jetzt Bär möchte eine Bestellung. Ja, das frisst aber mehr Dings. Asmodus, das frisst ein bisschen mehr. Komm nicht drauf auf das Wort. Aber hier ist nicht. Brennstoff? Nee, warte mal. Das war ganz komisch vorhin. Machst du den Kleber in der Chemiestation, kostet 4 Knochen und ein trübes Wasser. Machst du den Kleber im Lagerfeuer, kostet 6 Knochen. Oha. Also ja. Da verbrauchst du 2 Knochen weniger. Na, siehst du. Ich dropse. Aber es sind, glaube ich, nur Knochen. Was du droppest. Alter, hier sind auch so viele Hunde, ne? Ja. Ja, sind sie, Asmodus, sind sie. Weil die loot ich schon gar nicht mehr, eigentlich. So, das war leider nicht Glück im Looten. Ich fahr mal zu dir. Oh, ach, da hinten habe ich geparkt. Asmodus, warst du schon hier wegen den Robotikteilen? Denn ja, wo hast du die hingepackt? Weil ich war ja jetzt kurzzeitig auf Toilettchen. Wieso bin ich in dem Biom immer durstig? Das ist eine gute Frage. Das hört ja gar nicht auf. Ich trinke und trinke und werde nicht satt. Ja, ja. Paddel ist raus? Immer zu wenig Knorre. Warum ist ein Paddel jetzt raus? Ich weiß es nicht, die konnte da nicht sagen. Paddel. Was ist los? Wie konntest du uns das antun, Paddel? Verlass uns nicht. Paddel. Wir können nicht leben ohne dich. Ja. Der hat bestimmt Internetabbruch, wetten. Wahrscheinlich sturmbedingt, wenn es blöd läuft. Ja. Was ist denn das? Downtown Hotel. Also hier drin ist nix, Anja. Null. Okay. Gut. Null, null, null. Vielleicht hier das Gebäude nochmal, hier dieses Hotel. Aber da gibt es bestimmt viele Zimbos, ne? Ja. Hab ich mein Motorrad aufgeschlossen? Nee, du kannst ja mal ab und zu in das Motorrad gucken wegen Bücher lesen. Das ist eine gute Idee. So, dann fahren wir mal schnell zu Asmodus und holen die Teile. Alle hüps und Abfahrt. Ich mach Feierabend, mir fällt gerade nichts ein, was ich machen kann und muss eh noch Zigaretten holen. Alles klar, Badl. Alles klar. Dann schönen Feierabend. Nee, du musst nicht als letztes vom Server gehen, das stimmt. Was war denn das gerade? Ach so, das war die Uschi.
Hier ist es Sackgasse. Stehen in der alten Base vielleicht die... Ach nee, die alten Schubser, die standen ja da nicht mehr in der alten Base, ne? Diese was? Komischen Robotik-Schubser da. Da fragst du mich was. Das weiß ich nicht, das konnte dann nicht sagen. Ich glaube, hier geht's hoch. Hier unten ist nichts. Hier sind überhaupt keine Zimmeros. Ja, die rennen von außen rein und an mir vorbei. Das ist auch nicht schlecht. Aber wie bist du wo weitergekommen? Nee, ich bin noch nicht weitergekommen. Ich gucke gerade, wo es weitergeht. Thank you very much, junger Mann. Aber hier ist nichts zum Weiter. Ich müsste eigentlich auf derselben Etage sein wie du. Ich habe eine Tür gefunden. Bist du noch mal eins hoch? Nö, ich bin immer noch unten im Erdgeschoss. Ach so, ich bin eins hochgegangen. Wow, da ist ein Zombiebär drin. Ich weiß aber nicht, wo du eins hochgegangen bist. Hier gibt's eine Treppe. Da, wo du warst, gegenüber ist eine Tür. Und da war, da, wo ich dich das letzte Mal gesehen habe. Und da konnte man... da ist eine Treppe. Ab die Treppe. Ja. Also so, und jetzt bleibe ich nicht. Da ist ein Zombiebär. Da gehe ich nicht mehr hin. Und jetzt bin ich ganz oben. Und ich gehe einfach weiter mal hoch. Ja, Mann, Gunnar. Pom, 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 pom. Ah, ja, Gunnar. Hat sich die Farbe von der Chefin geändert? Was? Ja. Was, die Farbe von der Chefin hat sich geändert? Ja, vorhin warst du die ganze Zeit gelb, jetzt bist du blau. Ach du Heiliger. Ich denke mir die ganze Zeit, wo ist sie denn jetzt hin? Ich bin mir einfach davon gelaufen, weißt schon. Ich habe mich blau gefärbt. Wie ein einfach, Schlumpf. Ja. Einfach wegpalitzt ist sie. Jetzt sag mal, triff doch endlich, du doofe Nuss. So, da oben ist auch nix. Ah! Bis gerade. Ach, ihr seid da. Okay. Ja, das wäre schön, Gunnar, ne? So, meine Damen und Herren. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Okay, okay, okay. Ich brauche so dringend eine neue Bärbel. Da alles, Herrschaftszeit. Ja, way. Ich brauche so dringend eine neue Bärbel. Wo ist denn die schon wieder? Das weiß ich doch nicht, wo die ist. Ich bin bei den Mopeds. Jetzt willst du mich heilen, ne? Ach komm, geh doch fort. Ich habe keine Heilbärbel und ich bin ganz doll Aua gemacht. Ja, dann fahren wir jetzt nach Hause, oder? Wenn du keine Heilbärbel hast, dann kann dir vielleicht der Krischi eine Heilbärbel machen. Ich muss sogar Vitamine nehmen, so schlimm bin ich, Aua. Ich habe den Bär gehört. Ja. So, du bist doch bestimmt auch schon fast voll, oder? Mein Moped ist ziemlich voll, ja. 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 Ja, dann passt es doch. Dann fahren wir wieder in Richtung Heimat. Jetzt ist es bestätigt, die Chefin ist blau, ja. Ja. Oh Gott, Way. Okay.
Kann man hier vielleicht noch irgendwas aus den Autos rausholen? Aber bestimmt... Oh, nee, das kannst du noch looten. Oh, auch wieder Bücher. Tue ich auch wieder in mein Auto. So. Anja stöhnt vor sich hin. Ja, du siehst ja, so sieht es aus, wenn ich renne. Er sieht nicht gut aus. Jemand muss sich ja um dich kümmern. Deine Bärbel ist da ja eher zurückhaltend. Ja, way. Sag's nur. Sprache neue Bärbel. Es gibt ja, also das ist ja auch völlig normal. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn es so ist. Aber es gibt ja Menschen, die sehen sich und mögen sich nicht. Ne? Das gibt's einfach. Ja, da passt die Energie nicht zusammen. Oder wie man es auch immer sagen kann. So. Ist ganz natürlich. Die ersten zwei Drohnen laufen schon mal durch, das sind dann eure beiden. Aber. Bärbel und ich hatten, glaube ich, schon eine schöne Zeit miteinander gehabt, habe ich gedacht. Sieht das Bärbel auch so? Aber Bärbel empfand wahrscheinlich nie so, wie ich für sie empfunden habe. Es kann ja auch einseitig sein. Ach so, ja, das ja. Kann durchaus sein. Ja. Weißt du? Das kann durchaus sein, ja. Vielleicht denkt sich Bärbel einfach auch nur, wann stirbt sie denn endlich, die doofe Kuh? Ja, genau. Es gibt ja Leute, die tun nur so, als würden sie arbeiten. Und so eine ist halt Bärbel. Ach, dann heile ich sie halt mal wieder. So viel verdiene ich jetzt auch nicht bei dem Job, dass ich hier auch noch was tun müsste. Ja, so ist es, ne? Ja. Wie sieht denn das aus? Wollt ihr diese Scheinwerfermod dann auch gleich haben? Scheinwerfermod? Robotik, nee, die Scheinwerfermod möchte ich nicht haben. Alles klar, das muss ich vorher alles wissen, ob ich da noch... Ich brauche diesen Bär noch. Den kann ich dir auch gleich fertig machen. Geil. Mach ich mal noch mit. Was für ein Bär? Es gibt da so eine Teddybär. Ja. Mod für. Dann sieht die aus wie ein fliegender Teddybär, oder ja. Was? Ja. Oh, hoppla. Hat mich jetzt so abgelenkt, jetzt bin ich in Karl-Heinz Bobbes gepumpt. Ja, weil sie... zuerst hat sie Asmodes gehört, dann hat sie Paddel gehört und dann gehört sie mir und das sind eben drei Besitzer. Beim dritten Besitzer schaltet Bärbel halt ab. Ja. Könntest du mich mal gern haben. Genau. Weißt du Bescheid. Ah. So ist sie halt. Die Bärbel. Ja, way. So ist es. Eine Drohne kann ich jetzt noch machen. Das war dann leider. Jeder muss mit seinen Dreier erstmal noch rumflitzen. Tut mir leid. Mir fehlen noch 4 Robotikteile, dass ich noch eine 5. machen kann. Ist ja nicht schlimm. Du hast ja, glaube ich... 4 Stück habe ich jetzt. Ach so, ich habe gedacht, du hast Nadine schon mit eingerechnet. Nein. Nee, Nadine kriegt ja dann sozusagen meine, wenn ich nicht da bin. Also, ja. Weil so. Ich ja öfter nicht da bin. Beziehungsweise sie ist eher tagsüber da und ich eher abends da. Hm. Ja, die beiden okay. Teilen sich quasi inne. Ah, okay. Wer will jetzt alle so eine Teddy-Kopfmod haben? Sehr gut all dir. Das Steffi weiß will ich einen? Nicht, da will ich erst mal sehen, wie das ausschaut. Oh, bin ich jetzt. Gut, dann mache ich jetzt erstmal 2. So. Jeder mal Bubu machen. Viel Spaß, noch schönes Wochenende und bis Montag. Ja, Mann, dir auch. Schönes Wochenende. Schlaf gut. Bis Montag. Und ja, schön, dass du da warst. Träum was Schönes. Du bist mal im Pub. Boah. Jetzt ist ja mal was los, all dir. Ohne mich gehst du in den Pub. Ich will auch in den Pub. Was willst du im Pub, du Pappkopf? Das, was man halt so macht im Pub. Pappelapapp. Stäscht.
Töre, hallo Senemo. Na? Was geht los da rein? Oh, Karaoke-Bar. Echt jetzt? Die erste Drohne ist fertig. Kann sich dann einer von euch beten nehmen. Gib sie gleich der Chefin, dann kannst du ihre zerlegen. Ja, kannst du sie sicher rausnehmen. Ist ja eine Werkbank. Warum nehme ich jetzt meinen Schlafsack auf, ich Babsack? Was ist los mit mir? Da wollte ich ran. Achso, das ist Essen. Und Moni. So. Du hast auch nichts Neues für mich wahrscheinlich? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich gucke immer gern mehrmals durch. Wo war denn das gewesen? Hier bei Teile, ne? Ne, hier gab es Teile. Was hat denn der Händler? Stahlschwerteile und Gewehrteile und Stahlknüppelteile. Was brauchst du nochmal für Teile? Robotik. Robotik. Ah. Na. Na. Damit kann ich. So. Das war. Das hat sich jetzt gerade angehört wie so ein Alkoholiker. Also, Karaoke-Bar habe ich noch nie gemacht. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das machen würde. Also privat ja, aber Karaoke-Bar bei mit fremden Menschen singen, weiß ich nicht. Obwohl ich singe ja auch hier vor Aber das ist ja nochmal... Ich kurz fragen, ob dir bekannt ist, dass dir Leute zugucken. Also nur so, gerade für einen Freund, weißt du? Gold Girl, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. An eine Werkbank hier hinten, an der einzelnen Ranieren, da ist der Kopf drinne und hier vorne an der Tür sind zwei Drohnen drinne. Kann Anja sich auch schon bedienen. Jo! Dankeschön. Achso, Dankeschön. Schon. Dankeschön! Ich möchte jetzt aber hier nicht so einen komischen Lapdance haben, ja? Das ist. Nicht? Nee. Gefall ich dir gut? Scheinbar nicht. Er findet uns scheinbar nicht, Saxi. Hier, wie gesagt, an der erst direkt neben der Türchefin, da musst du dann Drohnen. Wegen der Drohne, oder was? Ja, da sind die beiden fertigen ersten Drohnen schon drin. Okay, warte mal, ich entleere mal Bärbel, dann kannst du ja Bärbel haben. Legst du sonst in die Werkbank drin, tausch die Beden aus, dann kann ich sie gleich zerlegen von da aus. Okay, so machen wir es. Genau so machen wir es. Genau so nicht. So, Bärbel, tschüss! Jetzt habe ich eine jungfräuliche Bärbel. Die Bärbel 2.0. Ja, Mann. Jungfräuliche Bärbel, das ist so, ja. Die mich so mag, wie ich bin. Mhm. Ja, weil sie einfach auch noch nie was anderes kennengelernt hat. Ja. Ja. Wie ein kleines Kind, weißt du? Komm, gibt jetzt ohne mal vier Teile. Sehr schön. Guck mal! Hallo. Mein Bärchen-Bärbelchen! Oh. Ah. Ich hab ein Bärchen-Bärbelchen! Irgendwo drollig aus. Oh mein Gott, ist das knuffig, oder? Es ist sehr knuffig, aber ich befürchte, wenn das hinter mir auftauchen würde, würde ich noch mehr erschrecken. Es schaut mich auch noch an. Matze. Stimmt, jetzt schaut mich ja Bärbel auch an, ne? Jetzt kann ich zu ihr sagen, Bärbel, hör auf, mich so anzuschauen. Hörst du bei Anja bloß so, Das ist mir noch nie passiert. Ja, dann, das ist dann dein erstes Mal, glaube mir. Mein erstes Mal habe ich mir immer irgendwie schöner vorgestellt. Sie sieht und hört uns nicht und wir können ihn nicht gruppimäßig auf den Pelz rücken. Ja, genau. Wenn ihr mich ausbuht oder so oder sonst irgendwie was passiert, das kriege ich ja nicht mit. Nein, es ist immer noch was anderes, wenn man auf so einer Karaoke-Bühne steht
Man hat so das Mikrofon in der Hand und man macht einen auf Celine Dion, ne? Ist immer noch was anderes. Geil, weißt du nicht. So. Die letzte Drohne ist auch in der Mache, dann haben wir 5 Stück. Immer noch was anderes, Leute. Chevin hat es gerade noch hier rettet. Ach ja, gut. Ach, super. Dann haben wir es hier hinbekommen. Ist ja schön. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Das ist meine. Juhu. Wo denn? Hast du auch einen Bärchenkopf drauf? Aber so was von. Ach, das sieht doch schön aus. Kann ich mir doch nicht entgehen lassen, sowas. Ja, Dörte. Das ist wunderschön. Dörte ist auch so eine heilige Störte. Ich komme mich gar nicht beruhigen. Wir hatten jetzt meine Mods. 2 Teile sind keine Mods mehr drin. Ich hab meine in der Tasche behalten. Was hattest du drin gehabt? Ich hab eine Frachtmod vom Paddel gekriegt und eine so eine Heilmod. Dingens. Und wo hast du die vorhin bei Teile? Die habe ich bei Teile reingetan, genau. War also, wie ich vorhin drin geguckt hatte, waren keine mehr und wie ich jetzt vorhin nachgeguckt hatte nochmal, war immer noch nichts. Das ist nicht, komisch. Nicht, dass er sie wegsortiert hat. Was ich jetzt nicht einfach behaupten will, wenn nicht, muss ich dir neue machen. Kann ich alles nämlich anfertigen. Das ist alles kein Problem. Ich kann alles für die Drohne fertig machen. Ja, aber du warte mal, da ist eine Heilmod und eine Frachtmod in der Mod-Kiste. Na, dann ist das dann bitte. Dann passt das, ja. Ja, Paddels hat auch eine Mod-Kiste. Ei, gute Dank Christian! Dir, wie war dein Tag heute? Bist du schon weggeweht worden oder nicht? Das ist hier die Frage. Aber ich wollte ja mal was anderes probieren. So, ihr Hasen. So, ja. Was macht der Scheinwerfer? Mehr Licht, würde ich sagen. In dunklen Räumen zu verbessern. Naja, aber das Problem habe ich eh nicht so wirklich. Nee, und vor allem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben letzte Woche Donnerstag ausprobiert, diese Scheinwerfer-Mod zu nutzen. Das ist ein ganz, ganz helles LED-Licht und das bringt nichts. Du hast ja Licht an dir dran. Das bringt überhaupt nichts. Das ist Quatsch. Okay. Deswegen, du hast jetzt eigentlich die perfekten 3 Plätze bei dieser 5er-Drohne. Einmal für den Bärenkopf. Das bringt dir mehr Beweglichkeit oder Ausdauer. Dann, der Bär bringt auch was. Ja. Ich dachte, der sieht nur ulkig aus. Nein, der bringt Ausdauer, meine ich. Oder Bewegung, Ausdauer, irgendwas. Ja, dann hast du... Dann will ich noch ein Bärchen. Dann hast du Erweiterung, Inventarerweiterung und dann hast du Heilung. Also der Kopf erhöht die Ausdauerregeneration um 10%, wenn du dich in der Nähe deiner Drohne mit dieser Modifikation befindest. Siehste? Dann will ich doch ein Bärchenkopf, auch wenn ich mich dann wahrscheinlich sehr viel mehr erschrecken werde. Ja, erschrecken tust du die sowieso. Deswegen habe ich jetzt links dieses Zahnrad, diese 2 Zahnräder. Weil die Bärbel in mich reingreift. Ich ziehe ihn rüber. Juhu. Ich habe dich voll verzogen. Axel, voll verzogen. Voll verzogen. So ist am. Es war mir wieder Freude, mit euch gekämpft zu haben. Ja. Nee, hau mal noch nicht ab, deine Drohne läuft gerade durch. Die kannst du mir ja das nächste Mal mitgeben. Genau. Die brauche ich nicht mehr. Ich lass sie sonst bitte hier in eine Werkbank drin, ist direkt neben der Tür in der. Ja, die kommt ja nicht weg. Ich wollte nur erstmal Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Habt alle ein schönes Wochenende. Erholt euch, bleibt gesund. Ebenso. Und mal schauen, was das nächste Mal dann passiert. Genau. Vielen lieben Dank nochmal für dein Paket, für dein Überraschungspaket. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, du malst das auch mal und zeigst das dann auch auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Aber ich muss erstmal das, was ich gerade angefangen habe, machen. Deswegen bin ich ja schon innerlich im Stress, weil dabei steht, man muss es dann auch zügig machen, weil die Farben austrocknen. Genau. Ja. Und fürs Motiv kann ich nichts. Das hat Frankie so bestimmt. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, Boot.
Du warst dabei. Ja, das ist ja auch das, was ich in meiner Wunschliste drin hatte. Das wollte ich ja sowieso irgendwann mal machen. Das habe ich ja direkt aus deiner Wunschliste. Genau. Perfekt, sehr gut. So. Gut, dann an alle anderen bei dir auch im Chat. Viel Spaß noch. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, ciao. Mann, bis dann. Tschüss. Dann ciao. Hier, Anja, die Werkbank hier. In Dortmund war heftig, way. Die Einzelne, da kannst du dann schon mal ran. Sei fertig. Oh Gott, Bärbel ist so knuffig. Also, ihr Hasen, dann mache ich auch mal Schluss und tu euch rüber raiden. Ich frage mal so, zu wem willst du dich, dass wir beide die gleiche Idee haben? Ich raide zu Trommel. Ja nicht. Ach so, alles klar. So, einmal Raid wird fertig gemacht und einmal ganz viel Herzchen und Liebe für euch. Vielen lieben Dank an alle, die heute dabei waren, an meine Zockersuchtis und alle, die im Chat und auch im Lurk waren. War ein sehr schöner Donnerstag-Stammtisch. An meine lieben Server, Community, Zockersuchtis, Mitspieler. Es war wieder mir eine Freude. Motorrad und Drohne wieder aufnehmen oder eher nicht so? Ja, glaub, besser ist das. So, und das waren wieder schöne 12 Stunden mit euch. Chefin, nein! Doch, Baltram! Noch 3 Minuten bis zu 12 Stunden. Ja, Macke, da hast du recht. Komm, die 3 Minuten, die machen wir noch. Ja, ja. Ich tue den Raid nochmal kurz abbrechen, das geht nicht. Marke, da hast du vollkommen recht. So machen wir das nicht. Das geht ja mal. Du hast doch eben erst angefangen, ja, vor gerade nur 12 Stunden her, Way. Das ist wieder mal so verflogen. Ja, Mann, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis Montag, Fuchsgang, das wünsche ich dir auch. Schön, dass du da warst. Ja, Mann, du alle, auch, Gunnar. Du auch. Alle, deine Drohne ist fertig. Also die Drohne von dir und Asmodus ist fertig. Könnt ihr euch das nächste Mal aus der Werkbank holen. Ja, Mann. Eure Drohnen sind fertig. Ja, Mann. Schön, dass du da warst, Gunnar. Ja, bye-bye, schlaft alle gut und vor allem ruhig. Dankeschön, Matze, du auch, gell? Pass auch auf dich auf. Beobachte, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Da gibt's so einen Chef in 3 Minuten. Jetzt hat der Paddel gar keine. Jetzt ist nur noch eine. Paddel wollte doch eigentlich ohne Drohne haben. Ja, klar wollte Paddel eine Drohne haben. Ja, da brauchen wir nochmal vor. Man kann ja nicht so halbfertig aufhören. Da hast du vollkommen recht, Marke. Das kann ich nicht machen. Also mega Gwen! Nächste Woche nochmal Robotikteile suchen, meine Mäuse. Seine Uhr geht 3 Minuten nach. Ja. War wieder wunderschön. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und ein sehr schönes, stummfreies Wochenende. Das wünsche ich dir auch, Alexander. Ich werde euch morgen berichten, ob wir wirklich 19 Grad haben. Und ich halb nackig im Garten. Nee, 19 Grad ist ja für mich noch Winter. Da passiert nichts. 19 Grad ist ja für mich mitten im Winter noch. Ah. Alexander, mach's gut. Du auch, gell? Pass auf dich auf. Bleib schön zu Hause. Macke, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Schlaf gut. Way, ja, Mann, gute Nacht. Jess, gute Nacht und pass auch auf dich auf. Ich drücke dir die Daumen, dass nichts mehr passiert, auch bei dir in der Gegend. Dachte, Paddel will keine. Oh. Baltram, schlaf gut, schön, dass du da warst. Ganz liebe Grüße noch an Lüssan. Euch allen ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns Montag. Drücke an euch. Ja, Mann, Gunnar. Deshalb hatte ich ja gesagt, müssen wir nächste Woche definitiv nochmal Robotikteile suchen. Gute Nacht, Gwen. Ja, bis Montag, Macke. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben die 12 Stunden erreicht. Sehr gut. So, jetzt mache ich den Raid bereit. Wie war's? Ist er nicht mehr da, oder was? Hat er aufgehört? Warte mal. Hat zu lange gedauert. Ah ja, jetzt. Drei Minuten waren zu viel. Raid fertig. Und dann geht's los. Sehr schön, Baltram. Ja, Mann. Ja, machen wir. Machen wir. Bis Montag, Macke. Ja, Mann. Gute Nacht, Gwen. Und auch von mir an alle. Die Bilder will ich sehen. Und auch von mir an alle, die noch da sind, bei dir im Chat. Ein wunderschönes Wochenende. Gute Nacht, genau. Und Anja. Schönes Wochenende bis spätestens Montag, 19 Uhr. Ganz viele Megasets in den Chat. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Abend. Gell? Ganz viele Megas in den Chat und bis dann. Tschüss. Ciao. So, ich box mir schon mal raus. Tschüss. Tschüss.